Hallo und herzlich willkommen, eine neue Runde bei Angry Birds Epic. Wir sind im Südmeer, wir möchten das zweite Schiff versenken, damit wir endlich zur Roten Zora und dem entsprechenden Schlüssel zum Ei kommen. Ihr seht hier, wir können jetzt zum ersten Mal hier in dem Level als Hauptpreis ein Fossil gewinnen. Ansonsten mussten wir uns das immer durch Steine irgendwie zusammenbasteln. Aber schauen wir erstmal, wie schwer die Gegner entsprechend sind. Oh, okay. Also wir kriegen zum einen hier den Herrufer und wir haben hier den, der alle drei Runden schweren Schaden macht. Okay, das heißt, wir sollten uns zuerst auf ihn hier unten konzentrieren. So, einmal, zweimal und direkt drauf. So, er kann ja nichts machen, der Matrose. Er macht einen Direktangriff, das heißt, wir sollten wieder ein bisschen mit Schild arbeiten. So, 20 Schaden. 102 Schaden. So, jetzt kommt ein großer Angriff, das heißt, einmal absichern. Einmal entsprechend hier drauf. So, geht eigentlich noch vom Schaden. Wir gucken mal, ob er auch immun ist. Ja, er ist auch immun. Und hier einmal schön noch Schaden drauf. Okay. Wir haben die Möglichkeit, jetzt können wir Chili-Kommando machen. Zack. Na, haben wir ihn nicht umbekommen. Macht nichts, er schafft's. So, und unsere Mathilde kann heilen. Er macht jetzt eh nichts. Jetzt soll es eigentlich ein recht einfaches Spiel werden. Wir heilen. Dann jetzt kein Schaden. Hier einmal ein großer Angriff drauf. Zack. So, gleich von neuem. Er greift an. Er greift an. So, ja, warten wir noch ab. Einmal Schaden, ist dann zack. Nochmal drauf. So, reicht uns jetzt diese Runde schon hier entsprechend? Das Ganze klar machen. Ich probier's mal aus. Zack, drauf. Wir haben die Chili-Schote. Jetzt Schaden rechnen, 248. Und ich glaube, er macht 250. Er macht sogar 300. Perfekt. Wir können aufräumen mit vollem Leben. Sehr schön, 2, 3. Und können noch Sand und Vogelfutter bekommen. Ah, Hauptpreis, sehr schön. So, jetzt schauen wir gleich weiter, wird das Schiff versenkt. Wir möchten endlich hier den Schlüssel bekommen. Schiff ist versenkt und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein Zwischengegnerkampf werden. Wir kämpfen gegen die Rote Zora und ja, sind gespannt. Aber die Folge gibt es leider erst morgen. Dann wieder zur gewohnten Zeit. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.